Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem normalen Ablenkungsköder und der neuen Funktion Kugelwerfen? Lasst es uns gemeinsam herausfinden. Los geht's! Bei mir dreht sich alles um Ghost Recon. Wenn du da Bock drauf hast, lass mir gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen. So, hier haben wir eine kleine Vierergruppe von Gegnern. Probieren wir hier doch zuerst mal den Ablenkungsköder aus. Ich werfe den, soweit es geht, da hinten rüber. Was denn? Okay, dann los. So, was passiert? Drei laufen hin, einer bleibt zurück. Aber das ist so ein VIP, so ein Paketbote. Ich seh mich mal um. Aber bisher habe ich nichts. Die machen ja sowieso nichts außer wegrennen. Also halten wir fest, das komplette Team sucht. So, die Gegner sind wieder alle auf ihrer Position. Probieren wir jetzt die Kugel aus. So eine Scheiße. Hättet ihr auch sagen können, dass hier draußen nichts ist. Ein Geräusch. Was war das? So, was passiert? Sie haben sich alle in die Richtung gedreht. Der Paketbote hat wieder seine Waffe gezückt. Hier ist nichts. Ich wechsle den Sektor. Aber es geht nur einer hin, so wie es aussieht. Ich werf mal noch eine Kugel. Um sicher zu gehen. Stimmt doch was nicht. Sucht weiter. Irgendwas hat er gerade ein Geräusch gemacht. Also nur der Glatzkopf da ist hingegangen. Keine Ahnung. Die zweite Kugel. Was passiert jetzt? Geht das ein anderer hin oder? Nee, der geht weiter. Das heißt, man kann auch mit mehreren Kugeln einen einzelnen Gegner quasi von seiner Gruppe weglocken. Hey. Und ja, wie Brotkrumen werfen. Ein Geräusch. Was war das? Keine Ahnung. Ich habe hier nichts gefunden. Ja. Gut. Dann wissen wir jetzt Bescheid, was passiert. Jetzt kennen wir die Unterschiede und können unseren Spielstil entsprechend anpassen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.